Das ist der neue Audi Q3 Sportback. Und weil es der Sportback ist, hat er ein sportlicheres Heck. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein normaler Q3, der seine Mütze falsch herumträgt. Habt ihr den kleinen Fehler bemerkt? Ja, es ist eine BMW-Mütze. Tut mir leid. Wie dem auch sei. Er ist ein bisschen teurer als der normale Q3, weil er halt cooler ist. Die Preise fangen bei 36.000 Euro an, aber mit CarWow könnt ihr durchschnittlich bis zu 5.800 Euro sparen. Im Grunde genommen könnt ihr CarWow als eine Seite zum Vergleichen von Autos sehen. Ihr könnt Angebote, Finanzierungs- und Leasingraten vergleichen und all unsere Testberichte angucken. Lasst uns den Test anfangen, indem wir über das Design des Q3 Sportback reden, weil es bei diesem Wagen vor allem darum geht. Er hat ein schnittigeres Hinterteil als der reguläre Q3. Dazu hat er ein anderes Stoßstangendesign samt Diffusor wie bei einem Rennauto. Der hier ist aber nicht echt und tut absolut gar nichts. Trotzdem bin ich froh darüber, dass ich hier keine falschen Auspuffrohre sehe. Anscheinend hat Audi es endlich eingesehen. Gott sei Dank. Die Änderungen im Design sieht man vor allem von der Seite. Er sieht echt gut aus. Die Hüften erinnern mich ein wenig an den besten Abschnitt des Bentley Bentayga. Das ist gut, weil der Rest des Bentaygas eher mäßig gut aussieht. Das Aussehen von dem hier gefällt mir aber wirklich. Vor allem die Farbe gefällt mir, die ist verdammt cool. Die Front ähnelt der des normalen Q3 sehr, vielleicht ist der hier ein wenig auffälliger. Der Hauptunterschied ist der Kühlergrill, bei dem alles ineinander zu greifen scheint. Dadurch werden die richtigen Hardcore-Audi-Nerds in der Lage sein, ihn im Rückspiegel zu erkennen. Das ist wichtig. Vorne ist der Innenraum des Q3 Sportback quasi nicht von dem des normalen Q3 zu unterscheiden. Es ist ein sehr modernes Design, das mir wirklich gefällt. Der Wagen hat hier sogar Alcantara auf dem Armaturenbrett und darüber haben sie auch ein schönes weiches Material benutzt. Die verschiedenen Bauteile fühlen sich zwar solide an, aber dafür fühlen sich einige Materialien, die weiter unten verbaut sind, billiger an, als man es in einem Audi Q3 erwarten würde. Immerhin ist aber alles sehr intuitiv ausgelegt. Die unterschiedlichen Fahrkontrollen sind hier, die Klimaanlage wird dort bedient und das hier ist das Infotainment-System. Und das bringt mich schon zur Ausstattungsliste. Die erste Ausstattungsliste heißt das Standardmodell, das mit einem Kombi-Instrument von 10,25 Zoll mit Bluetooth-Schnittstelle fürs Freisprechen und Multifunktions-Lederlenkrad kommt. Ebenso bekommt man eine manuelle Klimaanlage, LED-Front- und Heckscheinwerfer sowie Licht- und Regensensor. Dazu gibt es einen Spurverlasswarner und einen Notbremsassistenten. S-Line-Modelle erhalten ein paar coole Upgrades, wie Teilledersitze, ein S-Line-Lenkrad, Aluminium-Dekoreinlagen und Pedale. Und das ist wirklich schön. Es gibt auch eine ambiente Beleuchtung im Innenraum mit 6 relativ ähnlichen Farben, die, wie man hier sieht, das Quattro-Zeichen sowie ein paar Teile in der Tür beleuchten. Dann gibt es noch die getönten Scheiben, sodass man hinten unansehnliche Dinge tun kann. Optional kann man sich das Bang & Olufsen Soundsystem dazu bestellen, sowie adaptive Dämpfer, die man härter oder weicher einstellen kann, ein Glasdach, eine induktive Ladefläche, ein 360-Grad-Kamerasystem, eine automatische Einparkhilfe und einen Abstandtempomaten samt Spurhalteassistenten. Lasst uns mit dem Infotainment-System weitermachen. Es ist tatsächlich echt einfach zu bedienen, weil die Menüs schön groß und logisch angeordnet sind. An der Seite hat man zudem diese Kurzwahltasten. Durch den Touchscreen ist es nur nicht mehr ganz so leicht, das Ganze während der Fahrt zu bedienen, wie in älteren Audis, in denen das Infotainment-System mit einem Drehrad gesteuert wurde. Im Stand kein Problem, aber beim Fahren doch ein wenig schwieriger. Die teureren Audi-Modelle haben übrigens Touchscreens, die wie Smartphones bei Berührung vibrieren, um den Fahrer wissen zu lassen, dass etwas gedrückt wurde. Der hier hat das leider nicht, weil er in der Modellpalette etwas weiter unten angesiedelt ist. Das Navi ist in Ordnung und leitet einen gut um Staus herum. Und das Eingeben von Postleitzahlen und so weiter ist auch einfach und funktioniert echt gut. Ich persönlich würde einfach mein Smartphone anschließen und Google Maps oder Waze benutzen, weil deren Karten einfach besser sind. Dann geht es jetzt mit dem digitalen Instrumentendisplay weiter. Es gefällt mir, weil es schön klar und einfach zu bedienen ist. Die meisten Funktionen des Autos können zudem über das Lenkrad bedient werden. Man kann die Kartenansicht auch auf Vollbild stellen oder die Tachoanzeigen vergrößern. Ich mag es und finde, dass es wirklich gut ist, aber es ist nicht so gut wie das Infotainment-System in einem Mercedes GLB. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Mercedes mittlerweile das beste Infotainment-System hat. Ja, sogar besser als BMWs iDrive. Hauptsächlich, weil es mit Android Auto kommt. Jetzt ist es raus.
Wie dem auch sei, lasst uns über den Aufbau des Innenraums reden. Hier drunter ist ein wenig Stauraum, hier sind ein paar Getränkehalter und ein kleiner Schlitz für Smartphones. Ein Problem gibt es aber, wenn man dort größere Flaschen reinstellt, macht es das schwer, den Gangwahlhebel zu bedienen. Nerviger mit einem Schaltgetriebe, nicht ganz so schlimm mit der Automatik. Ein weiteres Problem ist das hier. Wenn ich die Armlehne herausziehe, sind die im Weg. Und wenn man im Wagen sitzt und fährt, ist die Armlehne nicht lang genug. Dann ist sie quasi nutzlos. Und so ist sie dann wieder zu tief. Oh Mann. Hier ist noch mehr Stauraum und große Türtaschen, in denen man sogar zwei Flaschen gleichzeitig tun kann. Das Handschuhfach ist nicht ganz so groß, wie es aussieht, aber die Größe ist in Ordnung und hier unten gibt es ein weiteres kleines Fach. Was die Konnektivität angeht, hat man hier einen normalen und einen Typ-C-USB-Anschluss und einen 12-Volt-Anschluss hier drüben, wenn man ihn denn braucht. Seine Fahrposition kann man sich auch in verschiedenen Möglichkeiten einstellen. Wie gewöhnlich kann man das Lenkrad vielfältig verstellen. Die Sitze ebenso. Die Oberschenkelauflage kann nach vorne gezogen werden und die Sitze können weit nach hinten gefahren werden, wenn man groß ist. Und natürlich nach oben, wenn man klein ist. Man kann sie aber auch wirklich weit nach unten fahren. Dadurch fühlt es sich in diesem SUV so an, als würde man in einem normalen Kompaktwagen sitzen. So tief kann man hier drin sitzen. Wenn man das tun will, ist das natürlich hilfreich, aber warum sollte man das? Warum sollte man mehr Geld für ein SUV bezahlen und dann so tief sitzen? Das kommt mir irgendwie dumm vor. Wie dem auch sei, lasst uns jetzt die hinteren Sitze angucken. Wir kommen jetzt zu einem der Probleme des Q3 Sportback. Es ist die Tatsache, dass die abfallende Dachlinie kaum Kopffreiheit übrig lässt. Ich bin 1,79 Meter. Größere Menschen werden hier mit dem Kopf ans Dach stoßen. Die Beinfreiheit ist wie im normalen Q3. Okay, man kann die Sitze nach vorne schieben, allerdings wüsste ich auch hier nicht, warum man das tun sollte, weil man seine Beinfreiheit dadurch noch mehr einschränkt. Okay, etwas mehr Platz im Kofferraum, aber über den reden wir gleich. Die Rücklehnen kann man auch verstellen, allerdings sitzt man dann kerzengerade, was noch schlechter für die Kopffreiheit ist oder genauso zurückgelehnt wie in jedem anderen Auto. Hier hinten sitzt man also nicht gerade großartig. Es ist ein bisschen nervig, weil man dann über diesen Mitteltunnel steigen muss. Der Fußraum ist groß genug, aber das Problem ist, dass die beiden außen sitzenden Personen mit den Köpfen an die abfallende Dachlinie stoßen. Es ist einfach nicht sonderlich praktisch. Einige Aspekte sind aber okay, wie zum Beispiel die großen Türtaschen. Wenn man das hier umklappt, sieht man diese wirklich technisch ausgereiften Getränkehalter. Klappt man das hier wieder um, dann kann man hier längere Gegenstände durchreichen. Kommen wir zum Installieren von Kindersitzen. Wenn ihr einen dieser klobigen, nach hinten ausgerichteten Kindersitze habt, dann müsst ihr erst den Beifahrersitz etwas nach vorne fahren. Dafür sind sie dann einfach anzubringen, weil die Isofix-Punkte leicht zu finden sind. Aber weil das Auto nicht sonderlich breit ist, kann man, wenn zwei Kindersitze angebracht sind, kaum noch einen Erwachsenen auf dem mittleren Sitz unterbringen. Wenn ihr hinten nur Kinder mitnehmen müsst, dann werden diese hier kein Problem haben. Ihnen wird vor allem gefallen, dass die Fenster ganz nach unten gehen. Das ist gut, oder? Lasst uns dann jetzt mit dem Kofferraum weitermachen. Vorher zeige ich euch noch das hier. Mir gefällt, dass man die Türklinken nicht normal greift, sondern mit seinen Händen da hineingleitet. Da muss man sich erst daran gewöhnen, aber wenn man das getan hat, merkt man, dass es einfach deutlich sinnvoller ist. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen, aber Audi gibt trotz des sportlichen Hecks das gleiche Kofferraumvolumen wie beim normalen Q3 an. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es sind also anscheinend 530 Liter, was ein wenig mehr ist als im neuen X2. Wie ihr sehen könnt, ist die Ladefläche quadratisch, allerdings gibt es eine kleine Ladekante, die ist aber nicht allzu groß und kommt mit einer metallischen Schutzplatte. Wenn ihr also Sachen rauszieht, werdet ihr nicht euren Lack verkratzen. Hier drunter ist nicht mehr sonderlich viel Platz, viel Sinn macht das hier also nicht. Hier und da gibt es noch zwei Fächer und da hinten und hier vorne jeweils noch zwei Haken. Wenn ihr viel transportieren müsst, werdet ihr die hinteren Sitze umklappen müssen, aber dafür muss man erstmal wieder eine der hinteren Türen öffnen. Man kann nämlich nur von dort die Sitze umklappen, von hinten oder von oben geht es leider nicht, das nervt hier gerade ganz schön. Wie gesagt, auch von oben funktioniert es nicht. Geht doch. Wenn sie dann umgeklappt sind, sieht man, dass man keinen kompletten flachen Laderaum hat. Hier ist eine kleine Erhöhung, die das nach vorne Schieben von Gepäckstücken erschwert und dazu kommt eine leichte Steigung. Es ist also nicht perfekt. Ihr fragt euch aber jetzt wahrscheinlich trotzdem, wie viel ihr hier drin wirklich verstauen könnt. Mit den umgeklappten Rücksitzen könnt ihr ein Fahrrad mitnehmen, ohne vorher die Reifen abzumontieren. Oder einen kleinen und zwei große Kartons, drei weitere kleine Kartons und zwei große und zwei mittelgroße Koffer, was ziemlich gut ist. Mit den Rücksitzen in Stellung kann man zwei große Koffer und einen Buggy mitnehmen.
mitnehmen. Oder zwei mittelgroße Koffer, eine Tragetasche und eine Golftasche. Das ist in Ordnung, aber die abfallende Dachlinie schränkt die Höhe der mitzunehmenden Gepäckstücke am hinteren Teil des Autos schon ein. Und das bringt mich auch schon zu 5 nervigen Aspekten des Audi Q3 Sportback. Audi verlangt 210 Euro für das sogenannte Ablage- und Gepäckraumpaket. Dort drin enthalten sind ein Gepäckraumnetz, das nutzloseste Ablagefach der Welt, es ist wirklich echt klein, unter dem Beifahrersitz, und Ablagenetze auf der Rückseite der Vordersitze, die eigentlich serienmäßig mit dabei sein sollten. Audi hat das mit den falschen Auspuffrohren zwar eingesehen, aber hier vorne gibt es trotzdem noch falsche Lufteinlässe. Wie der, ich habe Wasser ins Gesicht bekommen. Wie der Carwow-Stock der Wahrheit zeigt. Wenn ihr die hinteren Sitze etwas nach vorne schiebt und sie dann umklappt, dann entsteht diese Lücke zwischen den Sitzen und dem Kofferraum, wie man hier sehen kann. Und wenn euch da was reinfällt, könnte es unter den Sitz fallen und ihr werdet es wahrscheinlich nie wiederfinden. Gut, dass ich das hier festgehalten habe. Die Türen bedecken die Seitenschweller nicht ganz. Beim Ein- und Aussteigen kann es also passieren, dass man dort seine Hosen dreckig macht. Der Touchscreen sieht zwar cool aus, aber wenn das System ausgeschaltet ist, sieht es bedeutend weniger cool aus, weil man dann die ganzen schrecklich aussehenden Fingerabdrücke darauf sieht. Es ist aber nicht alles schlecht, deswegen jetzt 5 positive Aspekte des Wagens. Guckt euch das hier an. Ihr könnt die Kofferraumabdeckung unter dem Kofferraumboden verstauen. Kann ich die wieder anbringen? Kann ich? Ja, kann ich. Normalerweise ändern Hersteller die Windschutzscheibe bei einem SUV, den sie zu einem Coupé machen wollen, nicht. Aber beim Q3 Sportback haben sie diese etwas steiler gemacht, damit sie noch sportlicher aussieht. Wenn ihr den Abstandsregeltempomaten eingeschaltet habt und einschlaft, dann deaktiviert sich das System nicht einfach, sondern versucht euch langsam in der Spur anzuhalten. Das Infotainment-System ist mit Amazons Alexa kompatibel, sodass man im Grunde genommen Dinge im Haus aus dem Auto heraus kontrollieren könnte, indem man mit ihm redet. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum diese Lücke hier in der Säule ist. Wäre sie nicht da, dann könnte es passieren, dass ihr euren Ellbogen dort stoßen könntet, was euch ziemlich nerven würde. Okay, lasst uns über die Motoren reden. Es gibt Benziner, einen 1,5 Liter mit 150 PS und einen 2 Liter mit 230 PS, der echt schnell ist. Dann gibt es noch einen 150 PS Diesel. Ihr könnt den Wagen mit Vorderrad- oder Quattro-Allradantrieb ausrüsten. Die schwächeren Varianten erhalten serienmäßig ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Es gibt aber auch noch optional ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Er sollte also über 46.000 Euro kosten. Wenn ich aber die Details in den Carwow-Konfigurator eingebe, erhalte ich einen Angebotspreis von 41.100 Euro und somit 5.000 Euro weniger. Klickt jetzt die Anzeige oben rechts, um den Carwow-Konfigurator selbst auszuprobieren, egal ob mit diesem oder irgendeinem anderen Neuwagen. Der Q3 Sportback lässt sich in der Stadt sehr angenehm fahren. Die Federung ist schön weich, wird aber mit den adaptiven Dämpfern sogar noch weicher und souveräner beim Überfahren von Unebenheiten. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zur Lenkung. Diese ist wirklich super leicht. Der Wagen ist auch insgesamt sehr einfach manövrierbar. Es ist auch kein Problem, einen U-Turn zu machen, weil der Wendekreis so klein ist. Parken kann man ihn auch ganz problemlos. Das Automatikgetriebe kann allerdings ein wenig ruckartig sein, wenn man zwischen Vor- und Rückwärtsgang wechselt. Im Sportback hilft zudem das sportliche Heck nicht wirklich bei der Sicht nach hinten. Das Gegenteil ist da eher der Fall. Auf der Autobahn verhält er sich angenehm ruhig und entspannend. Die Sitze sind dazu auch sehr unterstützend. Der 2-Liter-Motor ist wirklich stark und macht den Q3 zu einem schnellen Auto, aber wenn ihr ihn dementsprechend fahrt, beeinflusst das natürlich auch den Verbrauch. Ich bin vorher ein wenig entspannter gefahren, um einen vernünftigen Verbrauch zu erreichen, und trotzdem liegt er bei 10,5 Litern pro 100 Kilometer, was nun wirklich nicht herausragend ist. Auf kurvigen Straßen könnt ihr, wenn ihr sie ausgewählt habt, die adaptiven Dämpfer auf Sport stellen, um die Federung straffer zu machen. Dadurch wird der Wagen sich in Kurven nicht mehr so steil neigen. Das Problem ist die leichte Lenkung. In der Stadt ist sie großartig, aber hier fühlt sie sich ein wenig leblos an. Das Fahren macht einfach nicht ansatzweise so viel Spaß wie in einem BMW X2. Wie lautet also mein abschließendes Fazit zum neuen Audi Q3 Sportback? Solltet ihr ihn vermeiden, in Betracht ziehen, in die engere Auswahl nehmen oder direkt kaufen? Meiner Meinung nach solltet ihr ihn in Betracht ziehen, wenn ihr etwas haben wollt, das etwas sportlicher als der normale Q3 aussieht, obwohl ich genau den nehmen würde, weil er einfach praktischer und günstiger ist. Wenn das hier jemand von Audi sieht, bitte schickt mir eine Audi-Mütze, damit ich sie bei meinem nächsten BMW-Video aufsetzen kann. Wenn ihr noch mehr Videos angucken wollt, dann klickt eine der unteren Boxen. Und wenn ihr da rechts klickt, dann könnt ihr sehen, wie viel ihr beim Kauf eines neuen Audi Q3 sparen könnt.